Okay, wir kommen zu einem weiteren Standard, der natürlich ganz, ganz wichtig ist im Lindy, ist der Lindy Circle. Beim Lindy Circle, Circle für Kreis, kann man sich schon vorstellen, es wird etwas mehr gedreht. Wir hatten schon eine Stelle gehabt, wo wir aus der offenen Position aufeinander zukommen und so ein wenig versucht haben, die Bewegung in eine Rotation zu bekommen, damit wir nicht zu viele Schritte auf zu kleinen Raum für zu wenig Bewegung haben. Wir zeigen das nochmal. Das war diese Stelle mit Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step, wo wir ein bisschen versuchen, diese Bewegung aufzulockern, damit man nicht auf der Stelle steht. Wenn man jetzt einen Circle macht, kommt man ganz bewusst in diese Richtung, dass man die Drehung forciert. Was passiert? Wir machen das mal aus der offenen Position. Wie sieht das aus? Wir stehen hier, ich stehe auf dieser Seite, mit Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Nochmal. Ich stehe auf dieser Seite und stehe auch am Ende wieder auf dieser Seite. Das heißt, ich habe mich einmal komplett umgedreht und habe dabei meinen Follower in die geschlossene Position genommen. 5, 6, 7, 8. Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Welche Schritte muss der Follower oder der Leader erstmal? Einmal der Leader. Nur die Schritte vom Leader. Rock, Step, Triple Step. Nach hinten. Step, Step, Triple Step. Und der Follower? Also ich folge eigentlich dem Leader und lass mich sozusagen mitdrehen. Rock, Step, Triple Step, Step, Step. Auf einer Position von hier. Und Rock, Step, Triple Step und Step, Step, Triple Step. Sind wir Position? Rock, Step, Triple Step und Step, Step, Triple Step. Wir haben diese Bewegung gehabt beim He Goes, wo der Leader vor dem Follower geht. So ein bisschen in eine tiefere Position kommt, um den Follower dann in seinem freien Weg nach außen zu führen. Und bei dem Circle ist es so, dass dieser Stopp bei 3 und 4 eigentlich gar nicht passiert, sondern es ist ein bisschen direkt weitergeht. Aber wichtig ist, dass der rechte Fuß vom Leader dabei nach hinten gesetzt wird und nicht nach vorne. Okay, wir machen das nochmal aus der offenen Position von hier in die geschlossene Position. Rock, Step, Triple Step und Step, Step, Triple Step. Das gleiche geht natürlich auch, dass man sich einfach dreht und die offene Position beibehält. Rock, Step, Triple Step. Step, Step, Triple Step. Nochmal. Rock, Step, Triple Step und Step, Step, Triple Step. Seiner Position. Rock, Step, Triple Step und Step, Step, Triple Step. Rock, Step. Triple Step und Step, Step, Triple Step. Auch hierbei ist es natürlich wieder wichtig, dass wenn man dem Follower die Möglichkeit gibt, dass er wieder nach außen kommt, in die offene Position, dass man ihn auch rechtzeitig loslässt beim Fühlen. Und nicht, dass man die Bewegung so lange hält, dass eigentlich das nach offen tanzen gar nicht möglich ist. Also früh der rechten Hand loslassen beim Fühlen. Okay, was noch fehlt ist, dass wir aus der geschlossenen Position in der geschlossenen Position bleiben. Sieht so aus. Rock, Step, Triple Step, Step, Step,
trip per step. Mal. Rock, step, trip per step, on step, step, trip per step. Hier. Rock, step, trip per step, 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 trip per step. Mal. Rock, step, trip per step, 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 trip per step. Und von der geschlossenen Position in die offene Position. Zum Beispiel rock, step, trip per step, 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 trip per step entspricht im Prinzip dem Kidos bzw. dem Liter. Also ein Circle, der einfach dann ein bisschen dran gearbeitet wird. Also ein richtig geschlossener Circle. Nochmal. Rock, step, trip per step, 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 trip per step. Okay. Das sind die Schritte, die wir für den Lindy Circle benötigen. Wir machen das jetzt ein bisschen mit Musik und kombinieren die Sachen, die wir schon gelernt haben, alle zusammen, sodass ihr ein bisschen seht, was ihr alles schon tanzen könnt. Arbeitet ein bisschen daran, versucht alle Moves mal mit einzubauen, sodass ihr so ganz langsam euer Repertoire auch so ein bisschen erweitert. Viel Spaß!